PanzerFanTV, der offizielle YouTube-Kanal des FC Hansa Rostock. Nochmal zur Pressekonferenz vor unserem Spiel gegen die zweite Mannschaft von Bayern München im Sommer. Wir werden erneut einen sehr guten Besuch haben. Also, ich wiederhole mich jetzt hier zum dritten oder vierten Mal. Die Prognose liegt wieder zwischen 11.000 und 13.000 Besuchern. Kassenöffnungszeiten, auch alles wie gehabt. Ja, dann bitte ich um eure Fragen an den Trainer. Bei Björn Ziegenbein ist alles wieder hundertprozentig? Bei Björn ist alles wieder hundertprozentig. Schon trainiert ganz normal mit. Hat auch keine Beschwerden. Also da wird es keine Probleme geben. Bei wem ist es denn nicht hundertprozentig? Beim Andi Kerner. Andi Kerner ist verletzt, hat ja auch da eben die Abschlüsse nicht mitgemacht. Das heißt, es kann sein, er ist jetzt gespritzt worden, dass wir am Samstag auf den Jugendtorhüter zurückgreifen müssen, der auf der Bank sitzt. Und das wird sich aber letztendlich in den nächsten zwei Tagen dann herausstellen, ob es so sein wird. Was hat er denn? Der hat hier an der Schulter irgendwie eine Verletzung, so dass er nicht richtig kugeln kann hier, nicht richtig abrollen kann mit seinem Arm. Und das ist natürlich gerade für einen Torhüter schlecht. Wenn der Gegner Bayern München heißt, dann ist eigentlich die Motivation einer Mannschaft, die gegen die Mannschaft spielt, gegen die Bayern spielt, eigentlich schon ein Selbstläufer. Muss man dann nochmal trotzdem daran erinnern, dass es sich ja nur um die zweite Mannschaft handelt, dass man da nochmal ein bisschen... Also ich glaube, gerade weil es sich eben um die zweite Mannschaft handelt, ist es so, dass natürlich jeder die Tabellenplätze koppelt und sagt, eigentlich reicht das mit, oder eigentlich gehen wir da als sicherer Sieger vom Platz. Für mich persönlich, das habe ich auch den Spielern gesagt, gerade nochmal, wird es einer der schwersten Heimspiele werden. Und das ist jetzt nicht so dazu gesagt, sondern die Mannschaft hat eine klare Aufwärtstendenz, hat 0-2 in Aalen aufgeholt, hat zuletzt gegen Erfurt gewonnen. Und das sind sehr junge Spieler, die die ganzen Qualitäten, die man sich so wünscht, die Technik, Schnelligkeit, die haben die. Was die Mannschaft nicht hat, ist vielleicht Erfahrenheit. Aber da gilt es höllisch aufzupassen, diese Mannschaft nicht ins Spiel kommen zu lassen. Und deswegen ist das auch so eine Konzentrationsaufgabe für jeden einzelnen Spieler, da in dieses Spiel reinzugehen. Und ich kann nur da jeden vorwarnen, dieses Spiel an Tabellenplätze zu koppeln. Rechnen Sie vielleicht auch damit, dass einer von den Bayern Profis hier aufläuft? Das kann möglich sein. Kann immer sein, dass einer von denen dann hier aufläuft. Damit muss man immer rechnen, gerade bei den Zweitvertretungen von Bundesligisten. Kann möglich sein. Wen hätten Sie denn da auf dem Zettel? Also ich meine, Thomas Müller jetzt nicht sein. Gut, da kann der Ali Baba, der kann da reinrutschen. Der Ali Baba. Der kann da reinrutschen, der auch zuletzt schon mal immer wieder gespielt hat und der kann ohne weiteres hier auflaufen. Ich glaube ja nicht, dass ein Ribéry oder Van Bommel hier aufläuft, aber von den jungen Spielern, die beiden werden jetzt wieder oben in Kader reinrutschen. Das heißt, man kann auch ohne weiteres von diesen jungen Spielern, die auch sogar schon Champions League gespielt haben, auch wieder einen auflaufen. Kann man sich da überhaupt vorbereiten? Also die haben ja jetzt einen Namen genannt, aber es ist ja immer so ein Wabonspiel, wenn man gegen die Zweitvertretung spielt. Da kann ja immer mal was dabei sein, womit man gar nicht rechnen. Das kann man, aber wir können ja nur eben die Dinge uns darauf vorbereiten, die wir selber beeinflussen können. Und wenn das dann so ist, dann können wir es auch nicht ändern. Dann müssen wir uns auch auf diese neue Situation einstellen, kurzfristig. Ich glaube, da bleibe ich bei, es wird insgesamt ein sehr, sehr schwieriges Spiel für uns werden. Das ist jetzt keine Botschaft, sondern es ist einfach eine Überzeugung, weil vielleicht Tabellenplätze gekoppelt werden und mit vielen Tabellenplätzen, die gekoppelt werden, werden auch Ergebnisse gleichgesetzt und die Erwartungen sind sehr hoch. Aber das ist erst ein Spiel, das man erst gewinnen muss. Und das, glaube ich, wird sehr, sehr schwierig werden.
Also Sie haben auch gesagt, die Tabelle ist zu dem jetzigen Zeitpunkt kein Zufall mehr. Nee, das ist richtig. Aber ich glaube, dass einfach die Tendenz bei Bayern, ich rechne damit, sagen wir mal, vielleicht ein, zwei Spieler da hochkommen, die Tendenz ist gut. Und ich kenne den Hermann auch gut, der weiß schon, eine Mannschaft einzustellen. Und da glaube ich, dass das, glaube ich, so gar nicht so auf die ankommt, sondern es kommt einfach auf uns an, dass wir ja, die geistige Frische haben, die läuferische Bereitschaft haben, dieses Spiel sofort mit 100% anzugehen. Ich sehe die Gefahr nicht über den Gegner, sondern ich glaube, dass wir erst gegen uns selber gewinnen können, gewinnen müssen. Dann gewinnen wir auch das Spiel. Sie haben uns in Sandhausen mit Tom Tribol und Kevin Pannewitz ein bisschen überrascht auf dieser Position. Ich gehe davon aus, dass das gegen Bayern 2 wahrscheinlich dann nicht die Variante sein wird, oder? Also ich habe es ja schon gesagt, zu 85% nicht, zumal auch Tom Tribol einen starken Schnupfen hat. Der muss man erstmal gucken, ob er überhaupt dabei sein kann. Er ist stark verschnupft und da wird man generell sehen, aber wir haben schon hier zu Hause natürlich, dass wir mit zwei Spitzen spielen wollen. Das heißt, wir werden dann auch mit einem Sechser starten, um einfach ja in der Spitze torgefährlich zu bleiben und auch noch personell vorne dann auch eng in die Innenverteidiger reinzukommen. Und das ist für ein Heimspiel nicht unbedingt eine Variante, mit einer Spitze zu spielen. Ihre etwas vorsichtige Prognose hängt ja auch damit zusammen, dass Sie in den letzten Wochen zwar unheimlich viele Punkte geholt haben, aber sehr selten auch 90 Minuten lang überzeugt haben? Also ich habe das Spiel jetzt, wollen wir so sagen, ich habe gesagt, dass wir so eine Abnutzungssituation bei einigen Spielern haben. Das ist richtig, aber ich habe das Spiel in Sandhausen nicht so schlecht gesehen, dass wir jetzt sagen, so, da hat uns die Frische gefehlt, da hat uns die Zweikampfstabilität gefehlt, sondern wir haben dann natürlich zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Ich vergleiche das, und das kann man, glaube ich, auch mal anziehen, so die mit den anderen Mannschaften. Im Moment ist keine Mannschaft stabil und das ist so ein typischer Zeitpunkt, ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, wo ja so viele Dinge auch über die letzten Reserven gezogen werden muss, über den letzten Schritt, dass jeder den letzten Schritt für den anderen macht. Und so, deswegen sage ich, das sind so Konzentrationen, so Überwindungsspiele, die man einfach dann auch gestalten muss. Und letzte Woche war es für mich wieder so, dass eine Mannschaft, die wollten ja Sandhausen, aber wir haben letztendlich uns überwunden, doch mehr Zweikämpfe zu gewinnen. Wir haben das in Filmen, also die Analysen nochmal gemacht. Wir haben deutlich mehr Zweikämpfe am Boden und in der Luft gewonnen. Und da kommt diese alte Situation, die jeder kennt, dass wer die meisten Zweikämpfe gewinnt, gewinnt auch das Spiel. Das war eindeutig so in Sandhausen. Und deswegen glaube ich, dass es hier auch zählt. Hier müssen wir natürlich auch noch Fußball spielen, das dürfen wir nicht vergessen. Das wollen wir auch, das werden wir auch sicherlich machen. Aber es ist für mich so ein Überwindungskampf, so ins Spiel reinzukommen, drin zu bleiben im Spiel, sofort aggressiv anzufangen. Und das sind alles so Dinge, die, glaube ich, gegen so eine Mannschaft wie Bayern München 2 auch mit ausschlaggebend sind. Und da so, irgendwo ist es ja immer so, dass vielleicht 1, 2, 3% bei dem einen oder anderen Spielern vielleicht doch an dem Tabellenplatz gekoppelt sind. Bei mir ist das nicht so. Deswegen, bei mir ist es nicht so, aber beim Spieler ist es vielleicht so. Und da müssen wir einfach sagen, dass man diese Dinge vielleicht nicht unterschätzt. Ja, und es ist ja so, die wollen zwar alle gerne gut sein, aber es gibt immer wieder Dinge, die sie davon abhält. Und Dinge, die sie davon abhalten, kann durchaus so ein Tabellenplatz sein, wo man niederkoppelt, aha, gegen die gewinnen wir und so weiter. So automatische Siege, die sind immer ganz gefährlich, wenn man die im Visier hat. Jetzt wollen wir zwei Spitzen spielen. Ich gehe davon aus, dass Marcel Schied gesetzt ist. Radovan Vujanovic hat in Sandhausen 90 Minuten auf der Bank gesessen, Lukas hat gespielt, ist dann eine Entscheidung schon gefallen? Ja, es ist, irgendwo habe ich es gelesen, glaube ich, also das ist jetzt wirklich auch eine Situation, die dann eigentlich mehr oder weniger am Freitagabend von mir entschieden wird, wo ich das bessere Gefühl, da ist wirklich einfach so das Gefühl der Trainings,
des Trainingseindrucks, der herrscht. Das ist jetzt nicht unbedingt eine taktische Variante, obwohl beide Spieler auch unterschiedlich sind. Der Radovan ist im Moment so der Spieler, der sich mehr fallen lässt und versucht, den Ball zu ordnen. Ja, torgefährlich ist im Moment keiner von beiden. Lukas ist nicht torgefährlich, Radovan ist nicht torgefährlich, Neitzel ist nicht torgefährlich. Also da haben wir Torgefährlichkeit, da können wir im Moment nicht, die Spieler nicht dran messen, sondern einfach ja, am Trainingseindruck. Und da werden wir bis Freitag nochmal einen Eindruck haben und dann müssen wir die Situation entscheiden. 5 Siege auf den letzten 6 Spielen, wie groß ist die Gefahr, dass er der Schlendrian dran einzieht, dass man sagt, es geht alles von selbst? Das ist das ja, was ich meine, dass eventuell da so, deswegen ist für mich das auch eine Konzentrationsaufgabe, dieses Spiel von Anfang an so anzugehen, als wenn wir gegen Offenbach spielen. Und das ist auch, wie gesagt, dann auch meine Aufgabe, die Spieler dahin zu führen, dass sie das eben nicht machen, dass sie sofort ernsthaftig bei der Sache sind, aggressiv bei der Sache sind. Und einfach so diese Einstellung, den Charakter, so vor dem eigentlichen Spiel, bevor das Spiel anfängt, dass sie sich das reinholen und wir müssen versuchen, eben auch von meiner Seite den Spielern das bewusst darzustellen, dass wir, ja, das ist ja sehr oft so, dass man die Spiele, die man meint, schon gewonnen zu haben, dass die am schwierigsten werden. Und deswegen ist, glaube ich, da allerhöchste Hut angebracht, dass wir da nicht keine Bauchlandung erleben. Gibt es einen kleinen extra Anreiz, wenn die Mannschaft mal ohne Gegentor bleibt? Also für mich, ich jetzt sagen, so dieses Spiel, ich ärgere mich über jedes Gegentor, weil ich weiß, dass irgendwo in der Endabrechnung jeder Punkt, jedes Tor zählt. Und für mich bei diesem Spiel oberste Gebot natürlich, dass wir es gewinnen und wenn natürlich mit beziehungsweise ohne Gegentor, dann wäre das natürlich eine gute Sache. Weil dann wäre ich mir sicher, wenn wir hier sagen könnten, ohne Gegentor, dann würde ich sagen, würde ich auch auf Hansa 100% setzen. Beim Betten. Aber dürfte nicht fragen. 100% ist das Stichwort. Wie weit ist Martin Stoll schon? Ich denke, dass Martin die 20 Minuten ganz gut gespielt hat und er wird sicher nicht anfangen. Oder müsste jetzt Außergewöhnliches was ergeben, aber er kommt immer näher dran, sodass wir auch dann in der Defensive immer wieder wechseln können. Das weiß er auch, er macht ja auch extra Schichten noch, das heißt, so wie diese Woche, wo die anderen nur einmal trainiert haben, hat er zweimal trainiert. So, ich denke, dass er aber jetzt so ganz langsam aber sicher dann auch mal in den Rang laufen wird, dass er mal einfach über 70, 80 Minuten spielen wird. Für beide Positionen, sowohl in Verteidigung als auch Sechserposition. Ja, zumal für beide Positionen, richtig. Vor dem Duell jetzt gegen die zweite von Bayern hat Bayern-Manager Uli Hoeneß gesagt, er sieht am ehesten NRW Cottbus und Hansa Rostock demnächst auch wieder in der ersten Liga. Ist eine Aussage von einem solchen Schwergewicht im deutschen Fußball für Sie dann eine besondere Herausforderung? Ich habe das noch nicht gelesen. Nee, ist auch noch nicht erschienen. Achso, ist noch nicht erschienen. Freuen uns natürlich alle, wenn da so gedacht wird, aber das ist eben halt eine Aufgabe von uns, dieses zu bewältigen. Ich glaube, dass er natürlich da große Erfahrung hat und wenn er uns das tut, dann ist das für uns immer eine positive Sache, dass überhaupt Uli Hoeneß an Hansa Rostock denkt und an Energie Cottbus. Da könnten ja auch andere Mannschaften eine Rolle spielen, die eigentlich viel höher da zu bewerten sind momentan. Deswegen finde ich das toll, freut mich und wir werden daran arbeiten. Ja, keine Fragen mehr. Dankeschön.